Hallo Leute und herzlich willkommen. Cat Hotel, das spielen wir jetzt. Also, der Spieler erklärt uns, wir sollen die Katze antippen. Jetzt streicheln. Antippen. Und jetzt nochmal antippen? Fragezeichen. Ach so, jetzt streicheln. Nur so, hallo Leute und herzlich willkommen. Das neu gestartete Spiel. Oh, du hast schon unseren ersten Gast begrüßt. Übrigens, ich bin Sarah. Ich helfe dir, dich hier zurechtzufinden. Zuerst müssen wir das Kätzchen untersuchen. Okay. Das Herz, klar. Toll gemacht. In dieser Katzenakte findest du alle wichtigen Infos. Katzen, die uns gebracht werden, haben verschiedene Bedürfnisse. Deine Aufgabe ist es, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Okay. Okay, ich hab's gecheckt. Mimi hier ist zum Glück gesund, möchte aber etwas mehr unbedingt Spaß und Gepflegenheit. Schließe jetzt die Katzenakte. Ja, will ich doch die ganze Zeit. Okay. Zuerst füttern wir Mimi, ziehe Futter und Wasser in die Richtung Netze. Das Essen? Ja, hier haben wir gutes Internet. Gut gemacht, Mimi fühlt sich schon viel wohler. Eigentlich steht das drauf. Komm, zeig dir den Spielraum. Ich kenne eigentlich das Spiel schon, aber ich starte neu, dass wir mit die Gefühle mitkommt. Hier im Spielraum kannst du Spielzeug für die Katzen auswählen. Zuerst spielen wir mit dem Laserpointer. Oh, das wird schwer sein mit Kamera. Jage Mimi herum und lass sie Gegenstände umrennen. Du hast nur begrenzte Zeit. Oh. Ich habe vergessen ganz genau, wie das geht. Oh Gott, ich habe einen Simulator gespielt. Oh Gott. Wie geht das? Ist voll schwer. Es geht vor allem um die Steuerung. Der Laser steuert die Katze, um zu sagen. Ja, ich weiß, das klingt ja ein bisschen komisch an. Klingt. Da ist noch was. Und wie lange die Videos mache, ist meine Entscheidung. Und ich starte dann das Spiel drinnen. Also ich spiele nie alleine. Ich spiele Ben nur mit euch. Hat 8 Objekte umgeworfen. Das ist schon ein neuer Rekord. Sehr gut. Je mehr Gegenstände die Katze umrennt, desto mehr Spaß bekommt sie. Na klar, meine Katze tut das auch. Du kannst jederzeit die Katzenakte aufrufen und nachsehen, wie die Katze geht. Auf das. Durch Spielen dagegen. Ja, und dann kommt... Hä, ist der Balken jetzt gekommen? Ja. Mimi sieht noch ein wenig ungepflegt aus. Gehen wir jetzt in die Pflegesalon oder wie auch immer. Nochmal, ja, ich weiß. Und dann geht man wieder da rechts. Ja, ich kenne das schon. Dann auf Pflege und dann auf Untersuchen, wenn die noch will. Ich sehe gerade, dass uns noch Creme und Bürsten fehlen können. Könntest du im Laden welche kaufen? No. Oh Gott, dieser Laden, hier kannst du Gegenstände kaufen. Nimm das... Boah, das ist irgendwie blöd, dass ich das machen muss. Gekauft. Nein. Nimm das, was du gekauft hast. Gut, die Fellpflege besteht aus mehreren Schritten. Ja, erstmal das kämmen. Blablabla. Ich mach die paar 10 Minuten. Keine Ahnung, für was man das Puder braucht. Vielleicht mit Glancing Fell. Mit den anderen geht das glänziger. Aber, und doch ein Leckerli für Mimi, weil sie so brav war. Ja. In den Mund. Ich habe sie vorhin in den Hintern gesteckt. Das war's, toll gemacht. Ja. Also, von der Fellpflege werden Katzen müde und verbrauchen die Energie. Verbrauchen oder brauchen? Hä? Muss man machen? Nachspielen?
Ah ja, Mimi, das wird beendet den Tag. Ich mache ein bisschen kürzer. Ich kann mir nicht gelesen. Hört voll komisch aus. Kein. Oh nein, ich habe vergessen, WLAN auszuschalten. Guten Morgen, willst du nicht nachsehen, wie die Gas geht? Schlecht. Mimi scheint geschlafen haben. Jede Nacht bekommt Katzenenergie wieder. Allerdings machen wir dir auch den Katzenklo. Zieh das Ding, um das Klo zu putzen. Das war's. Das Frühstück oder sowas. Okay, gehen wir in den Spielraum. Ich zeige dir andere Spielzeuge. Ach so, da. Okay, ich kenne mich doch nicht sehr gut aus. Super, drück auf das Katzenbild. Das Katzenbild. Ach so, das mit den Tricks. Ich spoile halt. Okay, um diese Katzenangel zu spielen, musst du vormalen. Ich weiß. Das ist... Wie geht das nochmal? Hier ziehst du sie einfach auf der Luft. Ach so, in der Luft. Das war korrekt. Und jetzt macht sie einen Trick. Ich weiß, das spürt mein Finger. Ich weiß nicht, wie man den irgendwie wegtut in YouTube. Super, du musst 3 vormalen. Ach so. Wo läuft sie? Wo jetzt? Okay, das ist ein bisschen zu übertrieben. Ich muss ein bisschen lauter reden. Nein, bitte nicht verlassen. Das war ein Fehler halt. Ich wollte irgendwie da hinten starten, dann irgendwie so machen. Oder? Ja. Angeln abgeschlossen. Angeln? Aber doch keine Angelroute. Warte. Ja, egal. Da muss man sich Sachen merken. Ich spoiler einfach. Okay, pass auf, gleich tauschen sich die Gegenstände auf den Katzen. Blablabla. Tasse. 1. Vase. 2. Tasse, Vase, Tasse, Vase. Tasse, Vase, Ente. Tasse, Vase, Ente. Tasse, Vase, Ente. Tasse, Vase, Ente, Tasse. Okay. Tasse, Vase, Ente, Tasse. Ich muss so reden. Ja, ich kann das. Tasse. Vase, Ente, Vase. Also was auch immer das ist. Aber der kommt Vase und da liegen. Also und Uhrzeigersinn sozusagen. Vase. Hey, warte, das ist doch richtig hingeteilt. Hey, leicht. Da muss ich mir gar nicht merken. Ich chill mit der Musik. Was für eine Katze. Nach denen beende ich bald den Part. Hoppla. Falsche Knöpfchen gedrückt. Hab den YouTube-Knopf gedrückt. Bitte weg damit. Mit dem im Visier. Oh, es ist irgendwie hell jetzt im Bild. So will ich's nicht. Oh, hoffentlich ist das gut geleitet jetzt, die Kornleitung. Weil wenn man antippt, dann ist es ein bisschen dunkler. Und das ist doch gut. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Nee, kann man gar nicht lesen. Man muss exakt in der Mitte drücken. Dann kann man besser lesen. Okay, wirklich spitze. Jetzt, was jetzt? Gehen wir zum Fredfischer, keine Ahnung, Dingsterbumster. Oder was? Nee, warte mal. Habe ich Geld? Nee. Oh nein, Mimi. Tschüssi. Klasse, wenn du Katzen gut umsorgst, bekommst du Geld und Erfahrungspunkte. Je besser du sie versorgst, desto mehr bekommst du. Also, tschüss, Leute. Bye, bye. Wir sehen uns nächsten Part. Tschüss.